den Ruhestand, Bernhard. Du hast mich gefeuert, vergessen? Du bist doch dieses dumme, kleine Arbeitsplatz-Handgemenge. Du hast ihren linken Daumen gebrochen. Ich habe dein Mittagessen verschoben. Ich hoffe, das war nicht falsch. Vielleicht machen wir lieber später bei mir zu Hause weiter. Hört sich, Mama, ich hab dir was zu sagen. Du bist Oma. Aber bist du nicht zu... Ich bin zu alt? Ah ja, hab ich selber. Fehlt mir nur noch der Sperma. Astronaut, Astrophysiker, Komponist, Balletttänzer, Waschmaschinenmonteur. Ja, und sie ist doch immer kaputt, da hab ich gedacht... Ist sie nicht fantastisch? Sie ist 12. Hallo, halt! Kann mich nicht bewegen, mein Rücken. Kann sie mir helfen? Was wird der Doktor mir geben? Eine Spritze zum Entspannen der Muskeln. Das ist bei meiner Mutter immer sofort. Ihre Mutter lebt noch? Ja, wieso? Auch nicht. Wenn Sie das bitte für Ihren Mann ausführen könnten. Ich ist nicht meine Frau. Ach, Verzeihung, Sie sind nicht verheiratet. Hier würde ich mir den Bauch mit einem japanischen Küchenmesser aufschlitzen. Haben Sie sich entschieden? Habe ich. Sie sind das arroganteste Arschloch, dem ich jemals begegnet bin. Und zu essen? Penne Arrabbiata und einen grünen Salat. Hast du dich jemals zu einer Frau hingezogen gefühlt, die irgendwie gestört war? Noch einmal und ich brech dir deine Räumerfingerchen wie trockenes Brennholz. Klassische Midlife-Crisis. Midlife? Wie alt will er denn werden? 150? Ich bin einfach nur eine Frau, die ihr eigenes Baby im Arm halten möchte. Luise, das ist doch zu verrückt. Ob du das Baby bekommst oder nicht, lass sie doch in dem Glauben, dass du es kriegst. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß! Und wie kriege ich die Batterien da raus? Ja, sie gar nicht. Darum geht es ja. Ich weiß, wie sehr du dich auf meinen Ruhestand gefreut hast, aber wir werden ganz bestimmt noch viel Zeit miteinander verbringen. Darf ich auch Sperma aussuchen?